Brauchen wir noch. Das ist ja gut. Bumm. Also ich möchte halt einfach nur den einen, übrigens sind Level 60, möchte jetzt eigentlich ja nur Äpfel haben. Zwei Stück brauchen wir, zwei Stück brauchen wir. Weil, wegen Sachen halt, nein. Sommerkönigin Maria. Weil wegen der einen Quest, weil hier das Fleisch oder wie auch immer verdorbene Fleisch von den Gefangenen habe. Oh, Habibi Blocksberg hat's geschafft. Sehr schön. Glückwunsch. Er hatte uns in der Quest, oder wir durften ja mal kurz bei seiner Gruppe teilnehmen. Das war ja ganz angenehm. Und leider, komischerweise, gibt es kaum Holz. Was mich jetzt ein bisschen verwundert. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass es hier. Gut, zwei Stück. Vielleicht finden wir ja hier ein Harz und zwei Äpfel. Das wäre doch ganz schön. Sehr schön. Oh, perfekt. Wir machen aber nochmal das einmal das Holz hier kaputt. Weil wir noch ein Harz brauchen. Aber ich werde noch ein bisschen weitergehen, aber vorerst die Quest abgeben. 34%. Genau, ich glaube, wir müssen jetzt noch ein Level schaffen. Und dann haben wir die Kristallquest, die ich erwähnte, wo man halt sehr schnell Level abkommt. Gut. Zweiter Turm. Das werde ich mit euch alles noch vorlesen. 43%. Wunderbar. Kristallschloss. Gibt 700 Ruhm. Ja, mit dem Ruhm verstehe ich das seit heute nicht, warum die das so gehandhabt haben. Ja. Dass man halt, sprich, nicht durch das Abschließen von den Quests da halt, ja, Ruhm bekommt. Das ist eher blöd, aber naja, die haben ja schon einen Grund. Es kann natürlich sein, dass man zu viele Ruhmpunkte bekommen hat. Dass man das halt dieses Verhältnis halt Ruhm ausnutzen kann für Kisten. Nee, wie war das? Für oh, Kapseln. Genau, Kapseln in der Spielothek. Ne? Von daher, naja, egal. Gut, jetzt gucken wir nochmal hier, ob es irgendwo Holz gibt. Ansonsten. Ja, war es das denn erstmal von meiner Seite aus mit diesem Charakter? Und ja, ich werde nochmal gucken, ob es denn irgendwie ein. Ah, da haben wir nochmal Holz. Sehr schön. Ob es denn noch ein Uruga irgendwie. Können wir eigentlich zusammen mal gucken, ob es da irgendwie eine geile Axt gibt? Weil es gab eine, aber. Was? Teufelsturm-Baracken helfen? Level ging das? Ich kann ja mal. Ja, warum nicht, ne? Ich weiß halt nicht. Bis Level 60. Also, ich bin ja Level 60. Warum schreibt er mich an? Das verstehe ich nicht. Ja, wartet mal. Okay, ich werde kurz nach U. Und dann könnten wir. Ich habe aber keine geerbte Waffe. So. Gut, wir gehen mal ganz kurz nach O. Uroboros habe ich hier komischerweise nicht. Oh. Insel. I das ist neu. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach neu. Und irgendwann eines Tages werden wir da auch hingehen können. Hoffe ich doch mal. Weil Herausforderung ist ja, dass wir dann irgendwann ja Dings kriegen. Sag mal schnell. Oh, hier. Den Cup. Also Level Cup kriegen. Das wäre nämlich sehr schön, aber ich glaube nicht, dass das was wird. So, wenn wir mal gucken hier. Warte mal, es wird ja mir nicht angezeigt. Das ist natürlich immer.
Suboptimal. Wir müssen aber auf Waffen gehen. So, jetzt gucken wir nochmal. So, warte mal, ich. Oh, Axt. Nee, genau, Axt haben wir hier. Zweihand haben wir hier. Das ist also so, ich meine, ich habe ja auch kein Problem. Das ist es mir nicht wert, ganz ehrlich. Das ist es mir nicht wert. Eine verdorbene Axt. So, wir haben leider nichts gefunden. Deswegen werden wir kurz nach Elde gehen und dort mal gucken, wo wir Dings finden. Wo war das nochmal? Ich glaube, sandige Hügel war das, ne? Warte mal. Genau, sandige Hügel, glaube ich, war das. Ach, kommt. Gut. Dann gehen wir mal kurz nach hier. Nein, Spaß. Wir gehen mal kurz hier hin und gucken mal, ob es hier einen buffigen Kleriker gibt. Aber so wie es aussieht. Verdammt, das gibt's doch nicht. Och Gott. Gut, dann können wir nochmal eher schnell fix. Level. Ja, für unser Level neue Dings zu holen. Neue Fähigkeiten. Buff haben wir jetzt nicht bekommen, aber ich denke mal, das sollte jetzt hier nicht so dramatisch sein. Wir könnten natürlich auch schon mal einen Boss-Einhand kaufen, aber ganz ehrlich, so richtig, ja, krass ist es jetzt nun nicht, ne? Also, das bringt jetzt nicht sonderlich viel. So, warte mal, ich werde es jetzt hier einfach mal aktivieren, ganz ehrlich. Das ist mir egal. So. Zack, zack. Oh, können wir uns auch kaufen? Sehr schön, aber wir müssen erstmal die Jobquest machen. So, jetzt gehen wir noch mal zu ihnen. Er ist natürlich blöd, dass wir jetzt keine. Oh, doch. Verdammt, wir hätten jetzt die Jobquest machen können. Dann wären wir ein bisschen besser vorbereitet gewesen, aber das ist ja egal. Oh, wir können sogar T4-Buff-Rollen aktivieren. Okay. 13.000 Erfahrung. So, eventuell kriegen wir noch einen Buff. Das wäre sehr gut. Wenn er nicht offen. Mir noch fix einen Buff zu holen. Verdammt. Hat natürlich nicht geklappt. Egal. Gut. Dann hauen wir uns trotzdem einen T3-Buff rein. Magiewiderstand hauen wir uns auch rein. Ich habe genug Dings geholt, von daher passt das ja. Zielen T2 haue ich noch rein. Und Verteidigung T2 haue ich auch noch rein. Guck mal, wir haben ohne. Ja, also Buff, ich könnte auch den habe ich ja umsonst bekommen. Den kann ich ja eigentlich auch aktivieren, aber irgendwie auch nicht. So, und wir gehen, ich glaube, hier war ich schon mal mit dem drinne, aber in meinen Augen nach war das doch ein bisschen zu ruppig. Also das war schon richtig hart. Am Limit. Und ja, wir kriegen das schon irgendwie hin.
So, mal gucken. Vielleicht übernehme ich.